Willkommen in Gotham, der Stadt der Angst. Ich mache das alte Gotham. Sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred, es ist übel. Oh ja. Das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stack. Er hat den Cloudburst entwickelt, dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Aber wie wir sehen, reicht das nur über die drei Inseln hier. Das Festland von Gotham ist nicht betroffen. Ja, noch nicht. Wie lange das wohl so sein wird. Alter. Na, auf zu Sexluftschiff. Hoffentlich kann er diese Suppe, ne? Wir sie bekämpfen können. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Hast du sie gesehen, Batman? Deine vergiftete, verwahrloste Stadt. Ihre Bewohner gehen sich an die Kehle oder richten sich selbst aus purer Angst. Auch die Welt sieht das. Als nächstes wird die Welt sehen, was mit dem Mann passiert, der mich aufhalten will. Und dann wird die Welt wissen, was Angst ist. Heute Nacht kämpfst du nicht für Gotham. Du kämpfst für all die verzweifelten Narren, die glauben, dass ein Held herbeieilt und sie rettet, wenn ihre schlimmsten Ängste wahr sind. Und du wirst verlieren. Das sehe ich nicht so. Ich kann euch einfach auch runterwerfen. Moment, checken, dann würden die aber an Fallschaden sterben. Dann werfe ich sie runter, nachdem ich ihnen Fallschirme angezogen habe. Ja, beste Idee ever, die ich mal wieder habe. Können wir nicht einfach Scarecrow darunter werfen? Ja. Yeah. Haha. Autsch. Mach doch nicht sowas mit mir. Konnte kann ich irgendwie auch nicht mehr. Egal. Er braucht schon... Was war das denn? Okay, Betsy macht seltsame Dinge. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ganz ruhig. Ich will nicht von dir umarmt werden. Geh weg. So. Auf Wiedersehen, der Herr. Kämpfen kann ich anscheinend auch nicht mehr. Super. Hätte man nicht lieber herausgezögert, ne? Aber ich hasse die ganze Stelle mit dem Cloudburst. Sieh dir den an. Hat sich Knochen gebrochen, die er nicht mal kannte. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Joker, was machst du da? Das sieht jämmerlich aus.
Genau, tritt ihn, während er schon bewusstlos am Boden ist. Habe ich eigentlich hier dieses Ding schon kaputt gemacht? Ja. Hab ich. Das neue dynamische Duo. Wie können wir ein Duo sein, wenn du nur eine Einbildung bist? Ich mach das alleine. Tür öffnen! Er hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Gut, dass wir damals den Stimmensynthesizer geklaut haben. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Okay, was hast du geklaut? Ich habe ihn ja dem einen Typen mal abgenommen, der sich als Arkham Knight ausgegeben hat. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Hahaha, kein Sicherheitssystem der Welt ist vor mir sicher. Jetzt müssen wir nur was finden, um den Augenscanner zu übertrügen. Mein Wetzel hat ja auch einen. Simon Stagg, öffnen. Fingerabdrücke sind nicht mehr sicher, Stimmenerkennungsmuster ist nicht sicher. Bald werden Augen auch nicht mehr sicher sein, nicht mal mehr DNA-Spuren. Kein gar nichts. Stagg ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Stagg kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Hat Stagg nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? Den Cloudburst, ja. Wie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Scarecrow zu hintergehen war nicht gerade clever. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nützt er uns lebend mehr. Welchen Teil vom Killertrupp hast du nicht verstanden? Oh, ich töte den alten Sack, mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen anders regeln würde, wenn ich das Sagen hätte. Tja, hast du aber nicht. Jetzt mach deinen verdammten Job, sonst wird der nächste Killertrupp auf uns angesetzt. Okay. Ja, wissens einer möchte ihn nicht töten. Das ist ja schon mal eine Sache, ne? Noch kein Batman? Vielleicht wurde er vom Gas aufgehalten. Nee, der Boss sagt, er wird kommen. Vielleicht ist er schon hier. Ja, ich bin schon hier. Die Affen haben ihn gegessen. Wo zum Henker versteckt sich der alte Mistkerl? Und wenn er entkommen ist, wohin? Scarecrow's Gas ist in der ganzen Stadt. Nur zwei Medic-Typen. Ja. Steht da unten auch jemand? Ja, ja, alle Sektoren sauber. Das ist der Drohnentyp, der da steht. Theoretisch könnte ich mir ein paar Codes schnappen. Ich muss näher ran. Wie viel denn? Jetzt guck mal. Also muss ich im Grunde runter. Ja, ich muss dann, wenn schon hinter ihm stehen. Wo bist du hin? Du kommst natürlich hier hoch. Ist so klar. Obwohl, du bist da lang.
ist da gerade? Hauptsache, der öffnet erstmal den Deckel und gucken, ob ich im Lüftungsschacht bin. Wenn das hier vorbei ist, gehe ich in Rente. Du kriegst aber keine Rente. Ich könnte doch einfach die Drohnen damit manipulieren. Was, wenn sie mich entdecken, ne, gesprengt werden? Ja, ich war konzentriert euch! So, Drohne. Weg, niemand sonst in der Nähe. Drohne greift an! Jemand ist hier! So viel zur Drohne, weg! Okay, das war die dümmste Idee ever! Nicht. Dann haben wir halt anders Spaß. Ja, wieso fliegen die immer noch? Haben die Fernbedienung nicht weggeschmissen oder sich aber nur woanders hingestellt? Gotham ist eine toxische Abfallgrube. Die Bevölkerung ist vor all dem Grauen geflohen. Wofür kämpfst du noch? Für... Naja, das ist meine Stadt halt! Ich bin okay. Ja, ja, ich auch. Ja, alles okay, hier ist nichts. Okay, reinrück zusammen, hier ist nichts. Wo bist du jetzt lang? Gehst du da rein? Was macht ihr da? Natürlich gehst du da rein. Oh, ist deine Tür zugegangen? Du hast bereits verloren, Batman. Hör einfach auf, die Überreste dieser Stadt retten zu wollen und akzeptiere es. Ich habe definitiv was gesehen. Ach Quatsch, du hast nichts gesehen. Die anderen haben was gesehen. Wieso sind sie alle gegen mich? Die Drohne kalibriert. Keine Sorge, er braucht nur zu atmen und das Ding wird ihn finden. Gut, dass Betsy seine Atmung unter Kontrolle hat. So, auch wenn ich die Drohne manipuliert habe. Das heißt nichts. Er hat immer noch taktische Schwächen. Findet und tötet ihn. Ihr habt den Mann gehört. Ja, los! Versucht ihn wieder zu beleben und dann werdet ihr geschockt. Boden, ich seh nach, gib mir Deckung. Ich wollte schon sagen. Kannst du mich hören? Läuft er jetzt einfach eiskalt dran vorbei? Ist deine Hand explodiert? Ja. Na los, mach's auch. Ich weiß, dass du es willst. Nö. Er hat zu viel Angst, es zu benutzen. Oh. Ach, jetzt auf einmal! Ich folge dir! Musst aufwachen! Du folgst ihm gar nicht, du standest da, während dein Kumpel eigentlich weggegangen ist, nur um da wieder hinzulaufen. Ihr seid merkwürdige Leute, wisst ihr das? Okay. Das war jetzt eigentlich nicht meine Intention, aber es hat funktioniert. Wieso fliegt da eigentlich so ein Helikopter draußen? Habe ich die nicht zerstört? Mr. LK hat einfach neue gemacht. Ja.
So, wo schicke ich dich denn hin? Explosion. Schalt die Anzeige an. Die Zelle. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Jetzt check es! Im Boden verstecken nutzt nichts. Er ist unter den Gittern.